Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar wollen wir heute wieder ein bisschen Gold rauspfeffern. Ich dachte mir so, ja, eine Million oder sowas um den Dreh rum, würde ich mal sagen. Denn anders als die letzten Male will ich wieder ein bisschen im Auktionshaus stöbern. Ich hatte ja die letzten Male so ein bisschen eher für Berufsgedönse was gekauft, beziehungsweise Mage Tower war da auch ein bisschen was dabei, aber hauptsächlich waren es quasi Kosten für Berufe. Da habe ich jetzt das allermeiste fertig. Ein paar Sachen sind noch offen, aber das sind eher so kleinere Posten. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein, was ich bis jetzt ausgegeben habe. Ihr seht, 6k für Alchi-Platte, da mache ich jeden Tag so einen Cooldown, dann kaufe ich ein paar Kräuter. Das ist jetzt nicht der große Posten, ne? Deswegen meine ich, die großen Sachen sind weg. Und dann hatte ich noch bis jetzt ein bisschen was für Mage Tower ausgegeben. 3k nochmal für einen Parler, da hat mir jetzt nur noch der quasi beim Heal-Parler die Challenge gefehlt. Das Gear hatte ich schon. Ich habe, glaube ich, nochmal ein paar Tränke oder irgendwas gekauft gehabt. Also das war wirklich auch ein kleiner Posten. Dann habe ich meinen Monk komplett gegeert und auch schon ein bisschen, obwohl Consumables hatte ich, glaube ich, mit dem noch. Das komplette Gear habe ich zumindest schon mal gekauft. Dann ist mir mein Trinket nicht gedroppt und ich konnte die Challenge nicht machen. Und dann bin ich quasi auf den anderen Char geswappt, auf den Priester. Da konnte ich mir sehr viel quasi selber craften. Und dementsprechend waren die Craftkosten wesentlich günstiger. Da sind sogar auch schon die Consumables dabei und da habe ich auch schon eine Challenge quasi fertig. Heißt, aktuell brauche ich jetzt noch 5 Challenges, als ich das Video aufnehme. Vielleicht, wenn es released wird, sind es weniger. Und ja, heißt, Mage Tower ist auch in absehbarer Zeit durch. Gear brauche ich quasi keins mehr für den Mage Tower mit den Chars dann holen. Ich muss, glaube ich, beim Monk dann, ich habe im Moment auf Agi gesockelt, dann später noch auf Int umsockeln, aber das dürfte auch nicht so teuer sein. Und klar, Consumables brauche ich dann noch ein paar, also ein bisschen was werde ich für den Mage Tower so noch ausgeben müssen, aber auch nicht mehr die großen Werte. Hier unten, wenn wir runterscrollen, gesamt haben wir bis jetzt 215 ausgegeben, vielleicht kommt hier noch ein bisschen was dazu. Gut, jetzt würde ich sagen, also 215.000, das Ganze ist immer in Tausenderstellen, falls ihr euch das gefragt habt. Gut, dann schauen wir mal rein. Ich habe schon auf Blackmore hier mit meinem Main gescannt und ich muss sagen, ich habe schon echt eine Weile nicht mehr das Auktionshaus gescannt gehabt. Und ja, das ein oder andere habe ich jetzt hier entdeckt. Es sind ja auch jetzt weiße und graue Sachen drin. Die kaufe ich jetzt aber nicht. Es hieß zwar vom Blizzard, ja, mit, keine Ahnung, Dragonflights oder vielleicht mit dem Pre-Patch kann man die dann auch hier morgen. Ich warte da aber erstmal noch ab, was dann Blizzard wirklich damit macht, bevor ich mir jetzt Zeug kaufe und dann tun sie nur bestimmte Items umwandeln, ne, und man hat sich die dann umsonst gekauft. Das machen wir jetzt nicht an der Stelle. Übrigens, ich nutze hier das Add-on Collectionator und damit kann man sich alle Sachen anzeigen lassen, die man noch nicht collected hat. Auch Items, die quasi Zweit-T-Mox sind. Wir können jetzt mal die Seltenheit hier einmal rausnehmen. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. So, haben wir es einmal refreshed. Das sind jetzt auf Blackmore noch 140 Items. Und ja, ein paar sind hier ganz günstig drin. Und zwar haben wir hier einmal ein Stoff-Item aus Antorus, der brennende Thron aus dem LFR, und das kaufe ich mir auf jeden Fall für 6000 Gold, ist es sehr günstig. Ich habe selber mal versucht, in Antorus Items zu farmen, da Trash-Loot zu farmen, das kannst du knicken. Das, da hat Blizzard irgendwas mit Loot vermurkst, das droppt so selten, das kannst du wirklich knicken. Also das haben wir uns auf jeden Fall schon mal geholt, das rentiert sich. Dann haben wir hier eine Axt, die kommt aus der Emissary-Chest raus. Die Geschichte ist, 9k oder 10k würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich habe sie, glaube ich, auf irgendeinem anderen Server günstiger gesehen und ich mache die Emissary eigentlich an sich sowieso auf, deswegen, ja. Und, ach ja, ich wollte noch was dazu sagen, wie ich jetzt die Items rauskaufe. Bisher hatte ich es, glaube ich, so gemacht, dass ich normale Items, die ich brauchen kann, bis 30k kaufe und die, die rausgepatcht sind, bis 100k. Ich würde fast sagen, ich setze es jetzt ein bisschen hoch, weil es halt jetzt langsam weniger Items werden. Kaufe mal normale bis so um die 40 raus. Und die rausgepatchten, keine Ahnung, bis 120, 130 oder irgendwie sowas. Ne? Können wir ja ein bisschen fließend entscheiden. Gut, was haben wir denn bis jetzt ausgegeben? 12k, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Achso, ich hatte ein bisschen was repostet, ne? Also es passt nicht ganz. Ich habe jetzt das für 6k gekauft, also 6k Repost-Kosten, die müssen wir dann natürlich rausrechnen. Gut, den Umhang hier würde ich tatsächlich mitnehmen, der ist aus dem Hochfels und ich weiß, dass die auch beschissen sind. Der kostet jetzt zwar 43k, aber komm, den kaufen wir uns jetzt einfach. So, was haben wir dann hier noch? Das sind alles teurere Items. Gucken wir mal, ob irgendwas rausgepatcht ist. 9. Ah ja, hier haben wir zwei rausgepatchte Items. Einmal für 89.000, einmal für 99.000. Ich würde sagen, die nehmen wir mit. Einmal für 89 und einmal für 99.
Das eine ist quasi ein T0,5, glaube ich, von damals, also aus Classic. Das wurde ja dann irgendwann rausgenommen, als Cutter kam. Die Questreihen wurden, glaube ich, dann rausgenommen, wo man sich die Teile umwandeln konnte. Und das andere ist wahrscheinlich von irgendeinem Drop. Ja, hier Dämmerwald steht gerade dran. Das wurde wahrscheinlich auch mit Cutter dann quasi rausgenommen. Ja, sind relativ teuer, aber sind halt rausgepatchte Items, ne? Da muss man halt gucken. So, jetzt schauen wir mal, ob hier noch was dabei ist. Was rausgepatchtes. Das hier, das würde 139 kosten. Ah, das würde ich jetzt eher nicht machen, weil das kommt aus den Kisten, aus den Wiederherstellungskisten da aus Draenor raus. Da gibt es immer mal wieder einen Schwung drin, wenn Leute quasi ihre Alts ausmisten und dann noch Kisten über haben. Da sind ein paar Items, ne? Das hier ist Oscillitus. 39. Könnten wir machen. Aber jetzt warten wir erstmal. Vielleicht kriegt das nochmal irgendwo günstiger. Okay, jetzt nehmen wir erstmal die raus. Hier ist auch noch ein bisschen was ausgelaufen, sehe ich gerade. Und lernen dann schon mal den Spaßstoff ist das. Den Rücken kann ich gleich lernen. Dann das ist Platte und das hier ist Leder. Das können wir auch gleich lernen. So, haben wir es gleich mal weg. Und das andere muss ich dann zu meinen Chars rüber schicken. Das können wir dann gleich gucken. So, warte mal, das haben wir gelernt, das haben wir gelernt. Also die dürfen wir jetzt halt nicht mehr auf dem anderen Dings lernen. Was haben wir jetzt ausgegeben? 245, ich glaube 5-6k bei Repost kosten, dann tragen wir jetzt einfach 240 ein, oder? Hier auf Blackmore 240. Dann passt das schon mal. Und ich habe auch nochmal durchgescannt hier auf Anto. Schauen wir mal, ob das jetzt noch aktuell ist. Das war jetzt schon vor ein paar Minuten. Sammeln. Na gut, keine Ahnung. Hier ist die Axt, die wir vorher gesehen haben, die aus der quasi Paragon-Kiste rauskommt, für 2k drin. Normalerweise würde ich mir die Paragon-Sachen nicht kaufen, weil ich die ja eh noch aufmachen muss, aber 2k ist einfach so günstig. Wenn ich sie dann selber gedroppt kriege, kriege ich sie bestimmt teurer verkauft. Also auf Blackmore ist die nämlich einen Ticken teurer, dann kaufen wir uns die jetzt einfach hier für 2k. Dann ist das Ding zumindest schon mal weg. Das ist schon mal das Erste. Achso, warte mal, hätten wir ja gleich noch mehr gucken können. Hier können wir auch die Seltenheit umschalten. Ihr seht, hier sind deutlich weniger Items drin, 96. Und das sind ja beides High-Pop-Server, ne? Den Umhang könnte ich mir jetzt auch für 14k kaufen. Der kostet, kommt aus der Paragon raus. Würde ich jetzt aber in dem Fall nicht machen, weil Umhang kann ich mit jedem lernen, ne? Mit Main habe ich das Problem, da habe ich nämlich die Axt schon mal rausgekriegt. Und konnte aber nicht lernen, weil du einen Max-Level-Char brauchst. Und auf Blackmore habe ich da halt leider keinen, der eine Axt tragen kann. Das war so ein bisschen das Problem. So, dann haben wir hier nochmal aus Antorus ein Kettenteil. Das würde ich sagen, holen wir uns auch. Jetzt muss ich hier immer nach Alternative suchen gehen. Weil ich anscheinend schon ein bisschen zu lange gebraucht habe mit dem Scannen. Kaufen wir uns das. Dann haben wir hier noch ein Kettenteil. Und das ist auch aus Antorus. Jetzt muss ich mal gucken, welches habe ich mir jetzt gekauft. Ich habe die Beine gekauft, ne? Dann kaufen wir uns das andere hier auch noch. Das Ding. War anscheinend irgendwer im LFR unterwegs und hat einen Haufen Items gedroppt bekommen. Dann hätten wir jetzt noch eine Hose. Ah ne, das ist auch ein Rücken. Das sieht aus wie eine Hose. Der kommt aus der Kiste raus. Den würde ich jetzt mal nicht holen. Das ist auch noch aus Antorus, aber das kostet 54k. Das lassen wir jetzt mal liegen. Dann haben wir hier noch ein Remove das. Das ist jetzt wieder aus dem WOD-Gebäude aus dieser Wiederverwertung. 70k können wir eigentlich machen, oder? 70k nehmen wir mit. Auf geht's. 70k eingeheimst. Dann, was haben wir noch? So ein paar rausgepatchte. Meistens sind die ganzen epischen Sachen nichts rausgepatchtes. Die Axt vielleicht auch nicht. Gucken wir mal hier. Nö, sieht schlecht aus. Gut, ich glaube, mit dem können wir tatsächlich gleich alles lernen. Jetzt tun wir das mal hier wegschieben. Also die können wir lernen und die Axt kann ich auch lernen. Na wunderbar. So, das lernen wir. Lernen wir auch. Beauty. Dann sind wieder die ein oder anderen Items weg. Das hat mich jetzt wie viel gekostet? 100. Ja, 33k. Das können wir, die 12 Gold können wir aufrechnen. 133. Und dann würde ich sagen, lock ich mal ein bisschen weiter und schau mal, was auf den anderen Servern noch so geht. Beziehungsweise mit dem Main muss ich die Items noch verschicken. Da muss ich jetzt gleich nochmal schauen, wo die Sachen hingehen. So, dala, ich habe schon mal weiter gelockt. Und zwar sind wir jetzt einmal auf Lothar. Und hier habe ich auch schon ein paar Items gefunden, die ganz interessant aussehen. Wir haben hier einmal aus Castle Nathria, aus dem Normal Mode, Platten, was ist das? Handgelenke. 25k,
Die würde ich sagen, kaufe ich mir. Dann haben wir aus demselben Run anscheinend auch Stoffhände. Die würde ich sagen, kaufe ich mir auch für 25k. Dann geht es hier weiter mit platten Füßen für knappe 50. Da passe ich jetzt erstmal. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was rausgepatchtes haben. Ah, schau mal, aus Kalindor. Silithus haben wir hier, der Fürst der Splitter. Anscheinend ein rausgepatchtes Item für knappe 80k. Das würde ich auch sagen, kaufen wir uns. Was haben wir da sonst noch? Noch was rausgepatchtes? Schaut schlecht aus. Vielleicht hier oben noch? Nö. Tebus haben wir ja auch dabei. Hier ein Gürtel. Das ist wieder ein Tiergürtel. Wahrscheinlich wieder 0,59. Also knappe 130. Komm, da hatte ich gesagt, bis 120, 130 mache ich mal. Hole ich den Gürtel noch ran. Wobei ja, hier sind ein paar Sachen ausgelaufen. Nehmen wir mal die ganzen gekauften raus. Das sind jetzt insgesamt 3. Was können wir denn lernen? Hier das Stoffding können wir schon mal lernen. Das schon mal wegtun. Platte, Kette. Und zum Glück habe ich hier Max-Level-Chars. Also das können wir jetzt gleich schon mal verteilen, das Zeug. Da muss ich dann gleich ein bisschen durchlocken. Also 2 Platten-Items. Die kann ich schon mal zu meinem Warrior schicken. Richtige, oder? Ja, 2-mal Platte. Und dann einmal Kette schicke ich doch zu meinem Shami rüber. Gut, das eine können wir gleich verkaufen. Was haben wir jetzt ausgegeben? Wir haben ausgegeben 259 und ein paar Sargtiere, Thomas aufrunden, 260k hier. Halt, jetzt habe ich das darüber geschoben. Lothar 260.000. Dann gucken wir mal rein, was wir jetzt noch auf den anderen Server, wo ich jetzt gescannt habe, finden. Und zwar habe ich jetzt hier noch auf Equin gescannt. Seht ihr, hier sind alle Items, die ich theoretisch kaufen könnte, noch 43. Also das sind halt auch alle Rüstungsklassen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Jetzt nicht sonderlich viel. Hier scheint einfach auch nicht so viel drauf zu sein, ne? Hier geht schon das Günstige bei 75k los. Ist jetzt irgendwie nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Und ja, auch rausgepatchte Sachen sehe ich jetzt hier nichts. Das vielleicht... Wieder das chromatische Schwert. Bei tollem Zonendrop. Also nicht mal rausgepatchte Sachen dabei, so wie es aussieht. Ja gut, ich glaube, den Server können wir schon mal passen. Also da ist nichts Tolles dabei, aber manchmal muss man halt auch sein Gold quasi in der Tasche lassen. Dann können wir mal 0 machen. 3 Server hätte ich noch. Erida, Blackhand und Strahl. Mal gucken, was wir da so haben. So, jetzt bin ich weitergelockt auf Erida. Auf dem Hordencharm. Und ja, hier sieht es irgendwie auch nicht so gut aus. Sind nur 65 Teile drin. Deswegen meinte ich ja vorhin, Antoninus und Blackmoor sind tatsächlich die Server, wo am meisten so, ja, rausgepatchtes Stuff drin ist, beziehungsweise allgemein T-Mock. Und hier hatten wir jetzt für 35k nur den Umhang, den wir aus der Paragon-Kiste kriegen. Würde ich jetzt mal nicht kaufen. Und sonst sind die Sachen alle ein bisschen teurer. Ich sehe hier tatsächlich auch nichts, was rausgepatcht ist, ne? Ne, da sieht es ziemlich mau aus, selbst wenn wir auf bis 200k hochgehen. Das erste, oh, 197, aber das würde ich jetzt erstmal noch nicht kaufen. Vor allem ist es auch ein Crafted Item, das kriege ich bestimmt nochmal irgendwo einen Ticken günstiger. Gut, der Server ist schon mal gestorben, aber ich habe parallel auch auf Blackhand gescannt und hier sieht es deutlich besser aus. Hier haben wir schon mal ein erstes Teil, aber das ist blöderweise Castlenafia Kette und da muss ich Max-Level sein, ne? Also hier Stufe 60. Ich hätte es gern gekauft, aber ich habe hier kein Max-Level-Char und dementsprechend macht das wenig Sinn. Das ist auch ein Max-Level-Item, auch ein Max-Level-Item. Und hier hätten wir das erste lowere aus Eternal Palace Normal-Handschuhe. Komm, 35k, die kaufe ich mir. Und jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas dabei ist. Ne, die Sachen kennen wir ja schon. 100k, vielleicht irgendwas rausgepatcht ist noch am Start. Die ganzen epischen Sachen sind es wahrscheinlich nicht. Was ist hier? Ja, das ist richtig ätzend. Ich weiß, wo ich es herkriege. Aber eventuell kriege ich das irgendwo günstiger. Es gibt so einen komischen, so eine komische Quest, wo man so Federn abgeben muss. Und dann kriegt man diesen Beutel. Und ganz, ganz, ganz selten gibt es dann da Items drin. Also das ist auf jeden Fall ätzend zu bekommen, aber das kriege ich bestimmt nochmal irgendwann günstiger. Der Schergrad-Zonendrop. Kopfspalter, das ist auch nicht rausgepatcht. Gut, also da sehe ich jetzt... Oh, wait. Ich bin gerade überlegen, ob ich das kaufe, weil ich weiß, wo das her ist. Es ist nämlich so, in Asjolnarub, im HC, gibt es genau 2 Mobs, die Loot droppen können. Irgendwie ist die Instanz buggy, ich kann es euch nicht sagen. Und das sind die 2 Mobs vorm Endboss.
Und wisst ihr was wir hier machen? Ich gucke jetzt mal eins kurz nach, weil das könnte, für das Item könnte ich eventuell eine Ausnahme machen. Aber da würde ich gucken, auf allen EU-Reams, warte mal, such mal nach Alternative. Das könnte ein extrem seltenes Item sein, für das ich dann auch mal mehr ausgeben würde. Es gab nämlich da, glaube ich, auch irgendwas, was ich mit meinem Druid holen konnte. Ich hab's mir gedacht, ne? Seht ihr, es ist auf allen EU-Reams, also allen deutschen, englischen, französischen, spanisch, italienisch und russischen Servern, gibt's genau dieses Item viermal. Alles klar. Also es ist dreimal für 5 Millionen Gold drin und einmal auf Blackhand für 150.000. Ja, schon manchmal muss man seine Items kennen, das kaufen wir auf jeden Fall, weil das kannst du nicht farmen. Das ist ein Dreck ohne sondersgleichen. Das war jetzt gut, dass ich da nochmal geguckt habe, ne? Ja, ich glaube, das war eine richtige Entscheidung, das für 150.000 zu kaufen. Okay, das sind zwei Stoff-Items. Jetzt muss ich mal schauen. Die schicken wir mal zu meinem Täler Stoff. Das wird wahrscheinlich der richtige Char sein. Was haben wir jetzt hier ausgegeben? 185. Das können wir schon mal eintragen. Also Erida war nix und Blackhand war 185. Ich glaube, die Millionen haben wir schon zusammen, oder? Mit den 200.000, ja. Schauen wir mal, was aufs Shrine noch geht, ob da dann auch nochmal was rumliegt. Da muss ich jetzt aber wieder eine Viertelstunde warten, ne, bis ich wieder scannen kann. Dann bin ich noch auf den letzten Server gelockt, und zwar hier einmal aufs Rull. Und da habe ich auch schon ein paar Sachen gefunden, die ganz interessant ausschauen. Erstmal haben wir hier einen Zonendrop aus dem Tempel von Atal Dakar. Und ja, das kostet hier 34.000 irgendwas, 35.000 knapp, das würde ich sagen, kaufen wir uns mal. Und dann haben wir jetzt hier noch Schuhe aus Uldaman. Anscheinend auch rausgepatchte, die würde ich auch mal eintüten. Und sonst, ja, sind eigentlich jetzt nicht mehr tolle Items drin. Ich habe hier auch geguckt, ob irgendwas rausgepatchtes dabei ist, aber da sieht es leider schlecht aus. Das Einzige, was wir hier haben, ist für knappe 37.000 noch ein rausgepatchtes Item. Das könnten wir uns eventuell noch holen, aber sonst, ja, ist da tatsächlich nichts mehr. Ne, das andere ist alles teurer. Gut, ich würde sagen, das nehmen wir jetzt einmal raus aus dem Postkasten. Das waren jetzt zwei Stoff-Item. Ne, ein Leder, ein Stoff-Item. Moment, das schicken wir dann gleich zu meinen komischen Chars. Also hier einmal Leder-Item und einmal Stoff. Was? Den hier? Ich habe mir da extra mal im Test-Chars gemacht, dass ich die ganzen Sachen lernen kann. Das waren jetzt auch nochmal knappe 80.000. Das tragen wir einmal ein. Stroll 80.000. Dann sind wir hier bei fast 900.000. Warte mal, tragen wir es mal. Ja, machen wir es mal da. 898 und das ist einmal T-Mock. Und dann sind wir beim Endergebnis von 1.113.000, was wir jetzt rausgehauen haben, ne? Meiste war jetzt, wie ihr gesehen habt, T-Mock. Hab mir ein paar seltenere Sachen geholt, die auch halt dementsprechend rausgepatcht sind. Also man kann die quasi nicht mehr erspielen. Und ja, damit haben wir wieder 1 Million rausgeknallt. Bisschen T-Mock mehr. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten von den Gold-Waste-Videos wieder. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.